Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stoneshard. Ich bin jetzt in der neuen Stadt, die wir gesehen haben auf der Map am Ende vom letzten Part. Dorthin gegangen, hatte extrem viele Banditen auf dem Weg dorthin. Und was waren es noch? Hunde. Und die Hunde waren recht schnell und ja, es war nicht so leicht für mich. Aber ich habe es geschafft und jetzt können wir eigentlich gut weitermachen. Habe ich noch ein paar EXP gesammelt, ja, ganz wenig. Also wir waren ja in der Mitte ungefähr und jetzt sind wir ein bisschen drüber, 1100, 110 Punkte drüber. Ja. Und jetzt schauen wir uns dieses Ding an, diese Stadt. Okay, es geht. Da geht es noch runter. Aha. Nägel. So, Nägel sind hier unten. Und Lumpen. Ja. Nägel vielleicht für das Bier. Nein. Die Lumpen für das Bier. Wenn es mal ausschüttet. Gibt es was? Gibt's Gerüchte? Ja, sehr wenige. Nein, ich will kein Getränk. Mal schauen. Wir brauchen momentan nicht so viel Essen. Ich möchte aber gerne so ein Brezel oder so. Aber etwas, was nicht so schnell abläuft. Ja, eigentlich alles läuft in 4 Tagen ab. Aber Wasser müssen wir auffüllen. Essen können wir nichts kochen. Okay. So. Guten Morgen. Ja, ist ein bisschen kaputt hier und ein paar Häuser sind verbrannt. Schauen wir mal kurz beim Schmied. Ja, ein Magier habe ich hier auch nicht gefunden, glaube ich. Ja, die haben nichts. Das Dorf ist immer noch nicht fertig, wahrscheinlich. Die Leute haben noch nichts. Chirurgisches Besteck, ja. Ja. Tut nur die Heilungswirkung vergrößern. Aha, Reparatursets. Wie viel hat es hier? Erhaltbarkeit? 50 von 50. Brauchen wir scheinbar noch nicht. Schmiedehandschuhe sind nicht so gut. Ja, Energiekosten gibt es weniger. Für Fähigkeiten, ja, brauchen wir nicht. Da gibt es viele Hühner. Ja, hier ist ein abgebranntes Gebäude, genau. Aber ich sehe nichts wie ein Magierturm oder so. Das ganze Land hat kaum Magier. Wir müssen also in Ding gehen. In Ruinen. Wir gehen jetzt mal hier nach rechts und dann nach oben. Weil hier. Das können wir dann im nächsten Part machen. Verzweifelte Schrein könnten wir noch begutachten. Und die Abtei. Eins nach rechts und zwei nach oben. Okay. Ja, die Stadt, also das Dorf hat wirklich sonst nichts. Ich war schon überall. So. Ah, Reben. Okay. Kann man die klauen? Nicht? Ach, Mann. Ich will doch Trauben. Ja, gut. Lassen wir die Weinreben halt in Ruhe. Es wäre halt zu OP. Das Spiel schaut, dass wir nicht zu OP werden. Kann man nichts machen. Ah ja. Natürlich, das Wasser. Aber ich habe keinen Brunnen gefunden. Wo ist denn der Dorfbrunnen? Hä? Ah doch. Da unten ist es doch, oder was? Ja. Okay, da oben ist ein recht großes Schaf, eine Weide für die Schafe. Aber wo ist denn Wasser? Ich muss echt mal Wasser haben. Da hat jemand Angst. Schauen wir mal nach dem oder der Frau, was sie denn hat. Sie wendet ihre Augen nicht vom Grab ab. Hat es Interessantes gehört? Ich weiß nicht, ach zur Hölle mit allem. Ja, die ist traurig, weil jemand gestorben ist von ihr. Wahrscheinlich der Mann. Na gut. Ah, da ist der Brunnen.
Sehr schön. Trinken. Wasserschlauch. Füllen. Ist voll. Und jetzt schauen wir mal beim Gemüse. Ja, beim Gemüse, ja. Ist ein Gemüsestand, aber Trauben sind jetzt auch nicht so gut. Der Käse war doch immer gut. Nein, der Käse war ja immer schnell weg. Kaputt. Ja, die haben alle nichts zu erzählen. Sie einfach faule Typen sind. Mit der Wintertag war, ja, die Ente wird wohl ausfallen. Ja, du hast auch kaum. Du? Grünfutter. Na gut, und du? Du hast Bücher. Aber auch nur pyromantisch und Schäde und das ist andere Großschwerter. Ja, schade. Ich wäre gerne weitergekommen, aber das Dorf möchte nicht, dass ich weiterkomme. Ganze Zeit arbeiten sie, machen nichts sonst. Ja. Ein Einsiedlerstab. Nix. Nix von allem dem. Also eins nach rechts und zwei nach oben. Dann gucken wir mal, ob wir ein Zauberbuch finden dort. Sonst haben wir wieder keinen Bock, es weiter zu erkunden. Ne, ist klar. Wir machen alles. Bin ja gerne nicht ganz so ein Speedrunner. Manchmal brauche ich für die Spiele 1000 Jahre zu lange. Nein, ich will Spiele wirklich voll genießen und. Es kommt zwar nicht immer gut an, aber ich bin halt einfach so, dass ich danach zwischen den Parts wirklich ein bisschen spiele, was langweilig ist und bei euch wirklich auch wirklich die Highlights zeigen kann. So, irgendwas hier ist was. Ich weiß nicht. Ein Weg, okay. Ja, ich kann wirklich Spiele sehr lange spielen und das genieße ich auch. Ich bin nie gelangweilt. Der Hase ist feindlicher, beißt. Kennt ihr Ritter des Kokosnuss von Monty Python? Oder Monty Python. Da gab es auch einen Killerhase, der alle Ritter erledigt hat. Mit einem Biss. Mit einem Biss fünf oder mehr Ritter erledigt. Ja, also ein Killerhase. Die kennen alles. Ja, jetzt muss ich natürlich das Wertvolle essen, weil ich nichts gefunden habe. Aber dafür sind wir länger satt. Aber wieso finde ich denn die Dinger nie? Eieiei. Jetzt kann ich doch nicht sehen. Ich brauche doch irgendwas. Ich brauche Loot. Irgendwas muss doch sein. Kann doch nicht sein. Ich fühle mich verarscht. Wir werden noch mal eins hören. Und es regnet wieder. Ei. Okay, ein bisschen sieht man es. Okay, hier ist wirklich nichts. Noch eins nach oben. Vielleicht ist es noch eins nach oben. Also bitte, zeig mir. Wo bist du? Und das Fragezeichen ist immer noch nicht weg. Es muss ein Wald sein. Aber hier ist auch kein Wald. Noch eins nach oben. Langsam wird es schon ein bisschen waldig, aber es sind noch zu wenig Bäume und Sträucher. Also es ist wahrscheinlich immer so, dass es mehrmals gehen könnte. Weiß ja nicht, wie groß die sein können. Ja gut, das ist aber auch immer noch nicht weit.
Fragezeichen. Was ist, wenn wir so nass sind? Wir haben einfach Feuerresistenz. Andere Minus. Sehe ich kaum etwas. Also es ist leider ein bisschen wenig. Vielleicht könnte es hier sein. Weil hier ist schon ein bisschen bald. Und erst hier kommen. Killerhase schon wieder. Und ein Kumpel, einer von tausenden Geschwister. So. Hier müsste doch irgendwas sein. Hirsch. Da ist der Hirsch. Ha. Vorteil. Ich muss irgendwie die Helligkeit erhöhen. Ich sehe nichts mehr. Es ist zu dunkel. Ja, toll. Liebes Spiel, ihr habt keine Helligkeit. Entwickler, ihr habt keine Helligkeit. Wo denn? Ich sehe nichts. Ich sehe keine Wölfe. Ich sehe echt keine Wölfe. Völlig unsichtbar. Ich hoffe, dass uns nicht allzu viel Schaden. Ja, natürlich voll fett Schaden. Kannst du mal aufhören? Ich kann nichts machen. Unglaubliche Spiel ist so unfair. Man hat nicht mal etwas gesehen. Eieiei. Nur Mut, ja. Nur Mut. Also. Das lasse ich mal drinnen. Hä? Boah, ist der kaputt. Also, verkaufen wir das Zeug so nochmal. Wir haben nichts gefunden hier. Das Spiel ist sowas von unfair. Eieiei. Wenn wir kurz schauen, dann sind sie gleich neben dran und killen uns. Ja, ist nett. Gut. Hast du bitte? Schreibst du. Ja, nicht diese Schrift. Das sind Spruchrollen. Also, ich brauche die Bücher, meine ich. Ja, eine Identifikationsschriftrolle könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Aber auch nicht mehr so viel Geld. Kosten ja nicht viel. So. Also machen wir das irgendwie anders. Du, sauf nicht zu viel. Ja? Wir gehen jetzt einfach gegen Norden. Da haben wir ja... diese Abtei, Schrein und dann die Abtei. Okay. Aber der Wald scheint irgendwie. Ja. Wir sind ja nur in den Wald reingekommen, also es könnte schon sein, dass da. Ich wollte mir noch kurz hier rein. Ich muss unbedingt irgendwie auch ein bisschen vorwärts kommen und dann schaue ich mir alles an. Eventuell fehlen uns noch ein paar Sachen. Was? Okay. Für immer graue Haare und konnte nicht mehr sprechen. Sehr düster das Spiel. Sehr unfair. Tauben, unbedingt. Ja, Kohle. Nix da.
Ja, natürlich, der Knast. Der Kerker. Ach, hallo. Seid gegrüßt. Eine Brechstange. Und für was brauchst du eine Brechstange? Ja, Mixer. Da kommt man nicht mehr rauf. Ist ja klar. Gehen wir halt hier hoch noch. Ja, für was braucht ihr so viel Kohle? Hm? Ein Apfel, der nicht sichtbar war. Schade. Ich dachte an einen Schatz, an das Geld, das ihr sammelt. Ne? Steuern. Die Steuern habe ich immer gerne. Die klaue ich immer gerne. Die Steuern. Einfach die Steuern zurück. Also. Jetzt bitte aber auch ein bisschen fairer. Dankeschön. Fairness ist wichtig in einem Spiel. Aber es ist jetzt auch momentan nicht mehr so beliebt, das Spiel. Ich habe das Gefühl, viele sind ein bisschen traurig, dass es so unfair ist, das Spiel. Aber okay. Ich liebe es trotzdem. Es ist wirklich alte Erinnerung. Es ist wirklich fast so ein Retro-Spiel. Und deshalb liebe ich das auch so. Nur es könnte halt ein bisschen schneller vorwärts gehen. Also, ja, vor allem der Umfang muss halt noch wachsen. Und dafür ein bisschen schneller vorwärts gehen. Aha. Nicht getan, hä? Schon weg. Jetzt muss ich nicht noch Hunger und Durst haben. Ist sowas von unnötig. Geh mal schlafen. Genau. Ein Schritt. Genau. Ah, yeah. So, der nächste. Mehr Erfolg ist nicht. Was macht das? Sterben. Brennen. Ah, erst brennen, dann sterben. Ich habe endlich mal Zeit während dem Kampf und mache diesen Scherzen. In anderen Spielen sind meistens die Bosse ja relativ schnell down. Kann ich gar nicht so viel reden. Also während dem taktischen Kampf, wo man immer warten kann, ja, kann ich immer schön reden. Ich finde das so toll. Muss mehr Taktikspiele spielen. Da kann man zwischendurch reden. Hallo. Ah, wir sind schon hier. Aber bitte nicht zu schwer, hä? Danke. Wie das tönt. Also zuerst kurz warten. Okay. Und auch schauen. Aha. Und das ist der Penis. Nein, der Oberschenkelknochen natürlich. Könnte schwer werden, aber das Spiel ist extra unfair und macht uns jetzt noch nichts in den Weg. Muss das sein? Oh, guten Tag, das ist ja ein Skelett. Das hat alle ausgelöst hat scheinbar. Nice, da. Da ist noch ein bisschen Feuer. Knochen brennen ganz schön zart. Trotzdem zart. Gut. Brustkorb, Knochen. Sarkophag. Haben wir schon reingeschaut. Scheinbar. Ah, das ist ein Nächster. Das ist sicher sein. Oh.
müssen noch ein bisschen. Ja, rauchen Sie bitte nicht so. Das ist nicht gut für die Knochen. Ja, scheinbar haben Sie etwas verloren. Ein Knochenfuß haben Sie verloren. Hör auf zu brüllen. Danke. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Ist nichts hier. Bücherregale mit Büchern drin zum Lernen. Ich glaube, das Spiel möchte nicht, dass wir lernen. Wir müssen dumm sein. Wir müssen dumm bleiben. Keine Bücher für neue Spielrichtungen. Was macht das Spiel nicht? Es will so langweilig bleiben. Es ist ja nicht langweilig, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Magie. Ich bin extra Magier geworden und komm einfach nichts. Eieiei. Nimm diese scheiß Freiheitsentzüge. Ich hab immer so das Gefühl, man wird eben der Freiheit entzogen. Jetzt habe ich das eigentlich mitgenommen und nicht verkauft. Weil ich eben den richtigen Händler suchte, aber. Was soll ich mit da? Das ist ja mega schlecht. Guten Tag. Hallo. Was? Ein heiliges Segen? Das ist positiv für uns. Was ist die Resistenz? Entweder machen wir jetzt wirklich Life Leech. Oder... Ja, es ist ein Segen, also... Ist ja nichts Negatives. Guten Tag. Noch eine Falle. Nein. Krüge. Die schwarzen Punkte sind ein bisschen gesehen. Aber hier muss doch irgendwas sein, oder? Ach, es geht schon nach unten. Das ist gar nicht so groß. Guten Tag. Ja, direkt mal. Was heißt das? Wieso greifst du nicht an? Bist du blöd oder was? Hat nicht getroffen, okay. Das ist ein Skelett ohne Augen, das ist gar nicht sehen. Okay, da ist er leider weg. Er ist verbrannt. Das Skelett Magier. Aua. Blitz der Dunkelheit. Grünen Meister. Das ist noch ziemlich interessant, dass die so gut reden können. Ich hätte gerne mehr Leute, die dumm sind. So. In vielen Spielen sind die Gegner immer von der KI dumm, aber meistens sehr intelligent. Vom Reden und so. Und das ist toll, dass die hier auch mal richtig blöd sind. Auf beiden, auf der KI-Seite und der Intelligenz vom Reden her. Stellt euch das auch manchmal, wenn ihr seht, dass im Film oder so immer wieder ganz richtig geredet wird und nie Fehler gemacht werden. Ich finde es ein bisschen blöde. Drehbuch ist doch nicht so easy. Ich glaube, die sind ein bisschen schwach. Also bis jetzt sind das die schwächsten Gegner. Die haben mich noch nie getroffen. Ja, sicher. Aua.
Was soll ich denn machen? Ich habe wieder zu viele Gegner. Muss gehen, ja, dann geh doch. Ich kann die im Nahkampf besiegen. Die sind ja gar nicht stark. Das ist ein Levi-Bogen. Den nehme ich mit, wenn ich die schon mit habe. Leider geht der Bart zu Ende. Ich muss wieder ein zweites Paar aufnehmen. Aber okay. Ja. Können noch ein paar Minuten machen. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal zuerst runter. Naja. Nach Fallen suchen immer wieder. Aber hier drin ist wirklich nie etwas. Genau, im letzten Sarg ist dann etwas drin. Das ist aber immer alles durchsuchen. Ja, toll. Wieso wird ein Dungeon langweiliger gemacht, als er sein kann? Ah, es kommen nicht viele. Noch ein. Tschüss. Der hat mich nicht gesehen. Oh, und da kommt noch einer. Okay. Zuerst den Weg machen, der hat wahrscheinlich weniger Leben. Aua, du hast geflogen. Hä? Da wurde eine wiederbelebt. Kann uns nicht treffen, aber das ist nicht so gut, wenn ich da immer auf den. Ist wirklich ein Wiederbeleber, ein Nekromant. Akbar, der Geisesknack. Okay. Ja, wow, das macht weh. Wie viel? Viele sollen noch kommen. Ja gut, machen wir einen längeren Part. Das Spiel braucht nicht so lange zum Hochladen. Okay. Taktisch kämpfen, weil momentan auf die sparen. Ja, toll, das wird nichts. So wird das nicht. Ich bin gleich tot, wenn ich taktisch kriege. Ja, es ist zu schwer. Okay, nächster Part versuchen wir, ja, ein bisschen erfolgreicher wieder zu werden. Wir müssen anders vorgehen. Weil so ein Boss, der ist halt einfach zu schwer. Muss direkt den Boss irgendwie angreifen oder so. Versuchen wir es einfach anders nächstes Mal. Machen wir die zwei Lager links von der Stadt. Und ja. Bis dann. Tschüss.